Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Mein Name ist Rick Rule und ich spreche zu Ihnen aus dem sonnigen Carlsbad in Kalifornien. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich investiere in natürliche Ressourcen und Edelmetalle schon seit über 45 Jahren. Ich bin bei Sprott Inc. angestellt, was ein in Kanada ansässiges und in den USA notiertes Investmentmanagement-Unternehmen für natürliche Ressourcen und Edelmetalle ist. Wir managen oder verwalten ca. 17 Milliarden US-Dollar für 200.000 Kunden und Aktionäre weltweit. Ich bin hocherfreut, die Gelegenheit zu haben, zu einem europäischen Publikum zu sprechen. Und an diejenigen von Ihnen, die in Europa Kunden oder Aktionäre von Sprott sind, ein ganz besonders herzlicher Gruß von mir an Sie. Am Anfang einer Diskussion über Edelmetalle und natürliche Ressourcen ist es besonders wichtig zu wissen, dass diese Märkte ganz besonders zyklisch, ganz besonders kapitalintensiv sind, was zu ihrer Zyklizität beiträgt. Und auch ganz besonders volatil. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, um ein langfristiger Investor in Edelmetallen und natürlichen Ressourcen zu sein, müssen Sie ein Contrarian sein oder Sie werden ein Opfer sein. Die Wahrheit ist, dass in unserem Geschäft, im Ressourcengeschäft und im Edelmetallgeschäft, Bärenmärkte die Urheber von Bullenmärkten sind und Bullenmärkte hervorbringen und umgekehrt, Bullenmärkte selbst die Ursache für Bärenmärkte sind. Und die Betrachtungen, die ich im Verlauf meiner Ausführungen für Sie anbringen möchte, werden sich im Prinzip genau mit dieser überlagernden Prämisse befassen. Und ich denke, für alle von uns sind das sehr gute Nachrichten, wenn Bärenmärkte die Urheber von Bullenmärkten sind, angesichts des Bärenmarktes, der gerade begonnen hat. Oh, Entschuldigung, den wir gerade hinter uns haben, der, abhängig davon, wie Sie zählen, im Jahre 2011 begann und sich bis 2019 erstreckte und sicher ein Bärenmarkt für die Rekordbücher war. Viele Rohstoffe erlebten Preisrückgänge von 75-80%. Und der populärste Small-Cap-Index, der Toronto Stock Exchange Venture Resource Index, sank in nominalen Werten um erstaunliche 88%. Und mehr noch in realen Werten. Wenn es richtig ist, was ich beobachtet habe, dass Bärenmärkte die Ursache für Bullenmärkte sind, dann bereitet der Bärenmarkt, den wir durchlebt haben, den Boden, denke ich, für eine wirklich bemerkenswerte Erholung. Tatsächlich würde ich Ihnen vorschlagen, und so werde ich im Verlauf meines Vortrags auch argumentieren, dass nicht nur einer, sondern zwei sehr gute Bullenmärkte vor uns liegen, wovon einer schon im Gange ist. Im Speziellen denke ich, dass wir in der anfänglichen oder mittleren Phase eines sehr guten Bullenmarktes in den Edelmetallen und Edelmetallaktien sind, worüber ich zuerst sprechen werde. Und ich denke, darauf wird ein Überraschungsbullenmarkt folgen. Ein genauso attraktiver Bullenmarkt bei den industriellen Materialien, Basismetallen, anderen Waren und Rohstoffen. Und ich sage Ihnen, warum das unterschiedliche Bullenmärkte, aber beides attraktive Bullenmärkte sind, später in diesem Vortrag. Beachten Sie auch, dass ich in diesem Vortrag zwei Aktiencharts beschreiben werde. Nummer eins ist der Chart des Barron Goldminen-Indexes. Nicht, weil ich ein technischer Analyst wäre, sondern weil es das beste visuelle Werkzeug ist, das ich kenne, um zu beschreiben, wo wir in diesem Markt in Relation zu früheren Märkten sind. Und auch, um über die Anatomie eines Edelmetall-Bullenmarktes zu sprechen und wie man das Spiel über die Zeit spielt. Der zweite Chart, auf den ich viel kürzer eingehen werde, ist ein 100-jähriger Rohstoffchart. Und am Ende dieses Vortrags gebe ich Ihnen einen Weblink, wo Sie beide Charts für Ihre eigene Referenz bekommen können. Und das würde ich Ihnen sehr empfehlen, weil ich denke, dass Sie hinsichtlich der Anatomie von Bullenmärkten und wie man sie spielt, wirklich aufschlussreich sind. Also, fangen wir an. Diejenigen von Ihnen, die in die Edelmetallmärkte investieren, sind zweifellos erfreut darüber, wie sich der Markt in den letzten 18 Monaten entwickelt hat. Sowohl beim physischen Metall als auch den Aktien. Für viele von Ihnen eins von beiden, für andere beides. Und ich denke, das geht weiter. Nach meiner eigenen Erfahrung sind Goldbullenmärkte, und das wird durch den Chart bestätigt, wenn Sie ihn sehen, Goldbullenmärkte sind dramatisch, sowohl was ihre Dauer angeht, also sie halten lange an, als auch was ihre Dimension angeht.
Es ist am Anfang der Betrachtung nützlich zu erkennen, dass es zwei Arten von Bewegungen bei den Goldaktienindizes gibt. Nummer eins sind Erholungen von überverkauften Tiefs. Wir hatten 9 von diesen über 45 Jahre. Und sie können in säkulären Bullen- als auch säkulären Bärenmärkten auftreten. Und während sie hinsichtlich der Dimension gewaltig sein können, sind sie das selten hinsichtlich ihrer Dauer. Sie halten also nicht lange an. Bullenmärkte sind da völlig verschieden. Der erste Bullenmarkt in meiner Karriere begann 1970 und endete 1981. Und er sah einen Anstieg des Goldpreises von 35 US-Dollar auf ein Hoch von 850 US-Dollar je Unze. Interessanterweise haben die Aktienindizes die Metalle selbst sogar übertroffen, obwohl sich das Metall verdreißigfacht hatte. Der zweite Bullenmarkt begann, abhängig davon, wie Sie zählen, im Jahre 2000 und endete, wiederum abhängig, wie Sie ihn messen, im Jahre 2011. Und das war ebenfalls ein gewaltiger Bullenmarkt, wenngleich nicht so groß wie der erste. Der Goldpreis stieg von ca. 250 US-Dollar je Unze in diesem 11-Jahres-Zeitraum auf 1900 US-Dollar je Unze. Also, wenn Leute zu mir sagen, Rick, ich habe hier den Anschluss verpasst, denn dieser Bullenmarkt ist ja schon 18 Monate alt, dann würde ich ihnen vor dem Hintergrund der einleitenden Worte zu den früheren Bullenmärkten, die ich in meiner Karriere schon erlebt habe, sagen, dass entweder hinsichtlich der Ausdehnung oder der Dauer dieser Bullenmarkt noch einen langen Weg vor sich hat. Wir können das so einfach sagen, indem wir frühere Bullenmärkte betrachten. Aber um den Mut zu haben, hier dabei zu bleiben, müssen wir das Warum kennen. Wir müssen mehr tun, als es uns nur anzusehen. Und das ist auch aufschlussreich. Ich möchte das Warum dieses Goldbullenmarktes durchgehen, bevor wir weitermachen. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass Goldbullenmärkte besonders dramatisch sind, weil sie die beiden primären Investmentmotivationen ansprechen. Und das sind Angst und Gier. Die meisten Anlagen sprechen die eine oder andere Motivation an. Ein Versicherungsinvestment oder ein Investment aus dem Momentum heraus. Aber Gold spricht beides an. Der Angsthandel beim Gold leitet sich immer vom Markt ab. Das Momentum, das sich beim Angsthandel entwickelt, führt zum Gierhandel. Interessanterweise springt der Markt von einem zum anderen. Er tut das über lange Zeit und in großem Umfang. Also sprechen wir über das, wovor Menschen Angst haben könnten und warum dieser Goldbullenmarkt möglicherweise stattfindet. Beachten Sie bitte auch, dass ich eine US-zentrierte Betrachtungsweise habe. Und diese kann zwar direkt mit den europäischen Umständen zusammenhängen, ist aber in einigen grundlegenden Aspekten verschieden. Ich glaube, dass Gold auf viele verschiedene Arten von Angst reagiert. Angst vor den politischen Umständen, Angst vor den wirtschaftlichen Umständen, Angst vor den sozialen Umständen. Aber der wichtigste Bestimmungsfaktor der Wahrnehmung von Gold hat mit der Angst vor der Verschlechterung der Kaufkraft von Sparinstrumenten oder Investmentinstrumenten zu tun, die auf Fiat-Reservewährungen lauten. Es sind keine US-zentrierten Anmerkungen, davon auszugehen, dass die Weltreservewährung derzeit der US-Dollar ist. Und ich würde vielleicht mit Ihnen darüber diskutieren, dass die wichtigste Determinante des Goldpreises der Glauben an die Kaufkraft des wirklichen Benchmark-Wertpapiers der Welt ist, und das ist die 10-jährige US-Staatsanleihe. Und ich denke, es ist die Nervosität über die Kaufkraft, die Entwicklung der Kaufkraft des Geldes, das in 10-jährigen US-Staatsanleihen und dazugehörigen Sparformen liegt, die hauptsächlich den Goldpreis antreibt. Schauen wir uns die 5 Faktoren an, die meiner Ansicht nach den Markt antreiben. Der erste, und das ist unabhängig davon, in welchem Land Sie leben, fast egal in welcher entwickelten Nation Sie leben, ist quantitative Lockerung. Zentralbanken und Regierungen rund um die Welt schaffen Währungseinheiten. Sie fügen dem System Liquidität zu. Ob Sie das nun für gute oder schlechte Wirtschaftspolitik halten, Sie können nicht bestreiten, dass das Hinzufügen künstlicher Liquidität zum System die Währung abwertet. Das ist ganz einfach eine Tatsache.
Wenn man von etwas mehr herstellt, besonders wenn man mehr Währung in einer Zeit der wirtschaftlichen Schrumpfung herstellt, dann ist die Wirkung der Abwertung sogar noch größer, als sie es sonst gewesen wäre. Und ganz sicher schaffen die Regierungen und Zentralbanken auf der ganzen Welt immer mehr Währungseinheiten vor dem Hintergrund sich abschwächender Volkswirtschaften. Und damit werten sie quasi lehrbuchmäßig ihre Währungen ab, seien es Dollars, Yen, Yuan oder Euros. Der zweite Faktor, der das Vertrauen in Fiat-Währungen schmälert, sind Schulden der Zentralregierungen und Defizite. Ich kenne die genauen europäischen Zahlen nicht, werde sie also nicht damit langweilen. Mit den US-Zahlen hingegen bin ich sehr vertraut, denn ich lebe hier. Die bilanziellen Verbindlichkeiten der US-Bundesregierung ohne Bundesstaaten und lokale Anleiheverbindlichkeiten betragen mehr als 27 Billionen Dollar. Das ist eine gewaltige Menge Geld. Aber es wird noch schlimmer. Der Netto-Barwert der Ansprüche in den Vereinigten Staaten, also bei solchen Dingen wie der Sozialversicherung, Medicare, Medicaid, Sozialprogrammen und anderen Programmen, wird von der US-Haushaltsbehörde auf über 150 Billionen geschätzt. Wenn Sie die 150 Billionen zu den 27 Billionen addieren, bekommen Sie eine wirklich gigantische Zahl. Eine so große Zahl, dass der Dauerbulle der Vereinigten Staaten, Warren Buffett, sagt, sie würde niemals zurückgezahlt. Es würde nur verschoben, refinanziert und abgeschrieben. Und die Natur einer 187 Billionen Dollar Verbindlichkeit, die aus dem Volkseinkommen bedient und abgezahlt werden muss, ist sehr problematisch, weil das Volkseinkommen auf der Ebene des Bundesstaates in den USA, also sozusagen Steuern und Gebühren auf der Einkommensseite, abzüglich Ausgaben auf der Verbindlichkeitenseite im Defizit ist. Tatsächlich wird das Defizit in diesem Jahr 3 Billionen Dollar übersteigen. Und im Monat Juli allein lag das Defizit der US-Bundesregierung bei über 850 Milliarden Dollar. Wie ich sagte, das ist ohne lokale Schulden und solche der Bundesstaaten und auch ohne unter- bzw. unfinanzierte Pensionspläne. Es ist ganz klar, dass die Schulden und das Defizit allein von sich heraus das Vertrauen in die Kaufkraft des US-Dollars vermindern müssen, da sie nicht zurückgezahlt werden können, sondern nur verschoben werden oder untergehen werden. Der dritte und meiner Ansicht nach wichtigste Faktor oder Angstfaktor oder Wettbewerbsfaktor sind negative Realzinsen. Buffett wiederum sagt, dass negative Realzinsen keine Naturgewalt sind, sondern ein Konstrukt der Menschen. Ihre Regierungen versuchen, die Märkte auszuhebeln. Finden wir heraus, was Zinsen sind. Zinsen sind das, was Sparer für Konsumverzicht erhalten, zugunsten von Menschen, die jetzt konsumieren wollen oder müssen. Zinsen sind auch eine Berücksichtigung des Zeitwertes des Geldes und eine Anerkennung des Risikos, ein Kreditgeber gegenüber jedem Kreditgeber und unter allen Umständen zu sein. Und die Idee, dass Sparer ihre Ersparnisse hergeben, um weniger zurückzubekommen, als sie verliehen haben, ist ein wirklich komisches Phänomen. Nochmal im Kontext der 10-jährigen US-Anleihe. Die 10-jährige US-Anleihe, die eine Verbindlichkeit ist, beziehungsweise die das Vertrauen in den US-Dollar darstellt, ist seit 38 Jahren in einem Bullenmarkt. Ein Bullenmarkt, der in jeder Hinsicht gigantisch ist. Arithmetisch zu Beginn dieses Bullenmarktes rentierte die 10-jährige US-Anleihe, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, mit 15,5%. Derzeit rentiert sie mit ca. 60 Basispunkten. Die Rendite ist stark invers zum kapitalisierten Wert der Renditen. Die Wahrheit ist, dass wir einen langen und spektakulären Bullenmarkt erlebt haben. Sowohl beim Dollar als auch bei der 10-jährigen US-Anleihe. Aber ein Bullenmarkt, der zumindest arithmetisch entweder vorbei oder fast vorbei ist. Und hier ist der Grund. Eine Rendite von 60 Basispunkten in einer Währung,
von der selbst die US-Budgetbehörde zugibt, dass sie sich mit 1,6% pro Jahr abwertet, bedeutet, wenn sie der US-Regierung über 10 Jahre Geld leihen, verlieren sie pro Jahr 1% an Kaufkraft. Das ist vielleicht das erste Versprechen, das die US-Regierung mir je gegenüber hat, das sich als wahr herausstellt. Wenn ich Ihnen jetzt Geld leihe, geben Sie mir in 10 Jahren weniger zurück, als ich Ihnen geliehen habe. Mein Freund Jim Grant beschreibt diese Regierungsschuldenpapiere als, Zitat, renditefreies Risiko. Ich würde also mit Ihnen argumentieren, dass der Hauptkonkurrent zum Gold um die Aufmerksamkeit der Anleger eine Anlage ist, die ein renditefreies Risiko bietet. Ein Kampf, von dem ich glaube, dass ihn Gold gewinnen kann. Der vierte Faktor in Zusammenhang mit den anderen ist die Tatsache, dass Edelmetalle und Aktien mit Edelmetallbezug, wenigstens im US-Markt und ich denke auch in Europa, im historischen Vergleich unterrepräsentiert sind. Und das trotz der Tatsache, dass sie die Umstände attraktiv machen. In den USA sieht die korrekte Zahl so aus, dass der Marktanteil der Edelmetalle und edelmetallbezogenen Investments bei weniger als 0,5% der gesamten Ersparnisse und Investmentprodukte der USA liegt. Der Mittelwert über 3 Jahrzehnte lag meinem Verständnis nach irgendwo zwischen 1,5 und 2%. Also, ich behaupte nicht, dass die US-Regierung ihren Verpflichtungen nicht nachkommen wird oder dass der US-Dollar auf Null fällt, dass wir zurück zum Goldstandard gehen, also Dinge, die meine Mitbewerber behaupten. Alles, was ich behaupte, ist, dass als Konsequenz der Herausforderung, der sich der US-Dollar gegenüber sieht, der Marktanteil von Edelmetallen und Investments mit Edelmetallbezug zum Mittelwert über 3 Jahrzehnte zurückkehrt, also zwischen 1,5 und 2%. Wenn das geschieht, wird die Investmentnachfrage nach Edelmetallen und Vermögenswerten mit Edelmetallbezug im größten Spar- und Investmentmarkt der Welt um 300-400% zunehmen. Und das ist etwas, von dem ich annehme, dass es passieren wird. Der fünfte Faktor ist sehr interessant für mich, und auf diesen machte mich mein Partner bei Sprott, John Hathaway, aufmerksam, ein legendärer Goldaktienmanager, der unser Fondsgeschäft leitet. John wies mich darauf hin, dass die institutionellen Anleger rund um die Welt rund 100 Billionen Dollar verwalten. Und traditionell hatten institutionelle Anleger eine Anlagematrix, die aus ca. 60% Aktien und 40% Anleihen bestand. Aber Herr Hathaway geht davon aus, dass sich das ändern wird, auch wegen der negativen Realzinsen. Vorher dachte man, dass mit der Abschwächung der Wirtschaft und dem Rückgang der Aktienkurse die Zinsen sanken und der kapitalisierte Wert dieser Zinsen der Anleihen anstieg. Also Anleihebullenmärkte würden sich entgegengesetzt zu Aktienbullenmärkten entwickeln. Und während man wartete, hatte man eine positive Rendite aus den Anleihen, um den Zeitwert des Geldes zu übertreffen. Eine reale Rendite. Aber negative reale Renditen bedeuten, dass der Hedge, den man mit Anleihen hat, einen jedes Quartal Geld kostet. Und Herr Hathaway glaubt, ich denke zu Recht, dass es einen Geldabzug, also Verkäufe dieser Anleiheportfolios geben wird und einiges dieses Geldes seinen Weg ins Gold finden wird. 40 Billionen Dollar? Nein, natürlich nicht. Einen Bruchteil davon. Aber einen Anteil, der in Relation zur Nachfrage am Goldmarkt in den letzten 30 Jahren groß genug ist, um einen ziemlich dramatischen Einfluss auf den Preis zu haben. Also, aus diesen Gründen, quantitative Lockerung, Schulden und Defizite, negative Realzinsen, die der Tatsache, dass zu wenig Gold gehalten wird und auch wegen der Notwendigkeit bei institutionellen Investoren, ihre Anleihebestände zu diversifizieren, denke ich, dass die Edelmetallpreise höher gehen werden. Und deshalb sehe ich auch die Kurse der Edelmetallaktien steigen. Einige Beobachtungen dort. Die vergangenen beiden Bullenmärkte in meinem Leben begannen ziemlich genauso wie dieser. Das heißt, der Goldpreis bewegte sich zuerst und es bedurfte 6 bis 9 Monate höherer Goldpreise, damit sich die Goldaktien höher zu bewegen begannen. Was passierte war, dass die Zunahme des Goldpreises, also die Zunahme des Verkaufspreises des Produktes der Goldbergbauunternehmen, schneller ging als die mit der Produktion zusammenhängenden Kosten. Und so wuchsen die Cashflows der Produzenten. Zuerst sah man das in der Gewinn- und Verlustrechnung und später in der Bilanz. Aber was bei den Bewegungen der Aktienmärkte wichtig ist, ist,
dass der Sektor die Erwartungen übertrifft. Und auch hierbei war der Bärenmarkt nützlich, weil die Erwartungen unglaublich niedrig waren. Es war nicht schwer, sie zu übertreffen, weil es keine gab. Wahr ist, dass die Goldbergbaubranche in den letzten 18 Monaten wirklich eine spektakuläre Finanzentwicklung abgeliefert hat. Und diese hat sich, wie ich sagte, zuerst in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt und jetzt in der Bilanz. Jeder vergangene Goldbullenmarkt begann so, und jeder vergangene Goldbullenmarkt so, dass sich die besten Aktien zuerst bewegten. Die Unternehmen mit den besten Bilanzen, mit den besten operativen Margen, die Unternehmen mit den besten Vermögenswerten und die Unternehmen mit den besten Managementteams bewegen sich zuerst. In früheren Bullenmärkten bewegten sich die, wie ich sie nenne, Besten vom Rest, die zweite Reihe der Großen als nächstes. Dann die Unternehmen mit einem Asset, die im Wesentlichen als riskanter angesehen werden, weil sie nur eine Einkommensquelle besitzen. Dann folgen die Projektentwickler, die fortgeschrittenen Explorer, dann die Explorer. In diesem speziellen Bullenmarkt ist etwas Interessantes passiert. Ich vermute wegen der sozialen Medien und der Geschichte. Sicher haben sich die Besten der Besten zuerst bewegt und sie gingen weit und sehr ordentlich. Aber dann ging der Goldbullenmarkt durch die ganze Wertkette, ohne Pause zu machen, und ging zu den ultraspekulativen Juniors. Ich bin nicht sicher, warum das passiert, aber es ließ eine Bewertungslücke in der Mitte zurück. Normalerweise ist es, wenn sich die Juniors bewegen, das Ende eines Bullenmarktes. Aber in diesem Falle bewegten sich die Juniors ohne die Besten vom Rest, ohne die Ein-Projekt-Übernahme-Ziele, ohne dass sich die fortgeschrittenen Entwicklungs- oder Explorationsunternehmen bewegt hätten. Und das hat eine Bewertungslücke in der Mitte hinterlassen, was auch einer der Gründe ist, weshalb ich davon ausgehe, dass dieser Markt noch weiterlaufen wird. Bei der Beschreibung von Edelmetallmärkten und Edelmetallaktienmärkten ist es auch nützlich, sich einige andere Binsenweisheiten aus der Geschichte anzusehen. Die erste ist, dass es sogar während eines säkulären Bullenmarktes von 10 Jahren Dauer zu zyklischen Störungen kommen kann. Also Volatilität, die entnervend ist. Die Goldaktienindizes können mit der gleichen Leichtigkeit, mit der Sie und ich ein- und ausatmen, um 15% fallen oder um 15% steigen. Und bis Sie sich daran gewöhnt haben, kann das außerordentlich entnervend sein. Die Volatilität in dem Sektor ist einfach etwas, an das Sie sich gewöhnen müssen. Natürlich, wenn Sie an das Narrativ und an die Prämisse glauben, wenn Sie die Unternehmen in Ihrem Portfolio verstehen, dann kann diese Volatilität sehr nützlich sein. Wie ich vorher sagte, sind Bärenmärkte tatsächlich Ausverkäufe. Lange, tiefe Ausverkäufe. Zyklische Rückgänge können auch kurzlebige Ausverkäufe sein. Und Ausverkäufe sind natürlich gut. Wenn Sie ein Gespür haben, wenn Sie wissen, was Ihr Unternehmen wert ist, dann haben Sie ein Gespür dafür, ob Ihr Unternehmen während dieser Perioden zyklischer Volatilität über- oder unterbewertet ist. Wenn Sie Volatilität als eine Serie von Ausverkäufen betrachten, werden Sie zu verstehen beginnen, wie man zumindest die erste Hälfte oder 2/3 eines Goldbullenmarktes spielt. Eine weitere Beobachtung für Sie über 10 Jahre ist, dass sich Gold zuerst bewegt und dann Silber folgt. Wir haben in den letzten 4 Monaten begonnen, eine dramatische Erholung des Silberpreises zu sehen. Silber scheint sich festgefahren zu haben, aber wenn sich die Vergangenheit wiederholt, wird es Gold wieder anführen. Wenn sich Silber bewegt, dann bewegt es sich üblicherweise weiter und schneller. Dann ist es zweitens so, dass sich die Edelmetalle bewegen und danach bewegen sich die Edelmetallaktien. Die Silberaktien bewegen sich normalerweise zu allerletzt. Aber das ist diesmal nicht so passiert. Das Narrativ in Zusammenhang mit den Silberaktien hat zumindest bei den kleinen, hochspekulativen funktioniert. Sie bewegen sich sehr, sehr schnell. Ich glaube, dass die Leute auch weiterhin die Edelmetalle und Edelmetallaktien werden spielen können, solange die zugrunde liegenden Kräfte aktiv sind. Und ich denke, das ist ein sehr interessanter Umstand. Wenn Sie das Ende der quantitativen Lockerung weltweit sehen, besonders in der EU und in den Vereinigten Staaten, dann müssten Sie sich Sorgen um den Goldbullenmarkt machen. Wenn Sie deutliche Rückgänge bei Schulden und Defiziten im US-Kontext sehen, wenn Sie sehen, dass das US-Staatsdefizit auf unter 1% des BIP pro Jahr fällt,
dann werden Sie die Rückkehr von steuerlicher Disziplin in die USA erleben. Ich behaupte nicht, dass Sie das wirklich sehen werden, aber das sind die statistischen Marken, die Sie beachten sollten. Und schließlich noch zu den US-Staatsanleihen. Wenn Sie eine positive Rendite sehen, eine reale Rendite von 250 Basispunkten oder mehr, also wenn die 10-jährige US-Anleihe mit 250 Basispunkten über der zugrunde liegenden Inflation rentiert, dann werden Sie Bewegungen aus dem Gold heraus und zurück in US-Anleihen oder Euro-Anleihen sehen oder in andere auf Fiat-Geld lautende Anleihen. Ich sehe in den nächsten 2, 3 oder 4 Jahren keine Chance dafür, dass das in den entwickelten Ländern passiert. Aber wenn ich diese Art von fiskalischer Disziplin zu sehen beginne, dann würden Sie wohl eine deutliche Aufwertung der Währungen erleben. Vielleicht mit einer Abschwächung der Wirtschaft wie 1982. Und ich denke, das wäre für einen Goldbullenmarkt sehr schwierig. Aber für diejenigen von Ihnen, die wie ich glauben, dass in den nächsten 2, 3 oder 4 Jahren weiterhin fiskalische Maßnahmen folgen werden, weitere quantitative Lockerung, mehr Schulden und Defizite und weiterhin negative Realzinsen, dann denke ich, dass wir eine Fortsetzung des Edelmetall- und Edelmetall-Aktienbullenmarktes erleben werden. Ich weiß, dass viele von Ihnen schon davon profitiert haben, und das habe ich auch. Meine Vermutung ist, dass Sie mindestens noch 2 oder 3 gute Jahre vor sich haben. Ich denke aber, die Überraschung wird der zweite Bullenmarkt sein. Das ist der Bullenmarkt für, wie ich es nenne, Industriematerialien und andere Rohstoffe. Es ist richtig, dass der breite Rohstoffmarkt und der Energiemarkt sehr billig ist, also im historischen Kontext. Meine Vermutung ist, dass es in naher Zukunft noch billiger wird. Dennoch muss ich zugeben, dass ich das seit mindestens 6 Monaten glaube und zumindest was Eisenerz, Kohle und Kupfer betrifft, ich völlig falsch lag. Dessen ungeachtet, hören Sie sich bitte meine These an. Ich glaube, dass wir eine ziemlich schwache Wirtschaft haben werden, auf globaler Ebene, weltweit. Ungeachtet der Maßnahmen der Zentralbanken. Ich nehme das aus mindestens 3 Gründen an. Das erste ist, dass wir eine 10-jährige Erholung von 2009 bis 2019 hatten, und zwar als Ergebnis von fiskalischer Stimulation, künstlich niedrigen Zinsen rund um die Welt. Und aus meiner 45-jährigen Investmenterfahrung ist eine 10-jährige Erholung wirklich sehr lang. Die Idee, man könne eine 10-jährige Expansion ohne eine Rezession am Ende haben, gibt es in meiner Investmentkarriere nicht. Aus sich selbst heraus, denke ich, war die wirtschaftliche Expansion, die die Welt erlebt hat, bereit für eine Rezession. Und wir haben einen wunderbaren, wunderbaren Auslöser, Beschleuniger, in Form des Covid-19-Virus. Die wahrscheinliche Verheerung, die vom Covid-19-Virus angerichtet wurde, und die Beschränkungen beim Reisen und dem Handel waren dramatisch. Ich denke, das haben die Märkte noch nicht realisiert. Meine Vermutung ist, dass die relative Stärke der Wirtschaft, verglichen mit dem, was man aufgrund der Kosten für die Wirtschaft hätte erwarten können, wiederum durch künstlich niedrige Zinsen und Stimulus erreicht wurde. Der dritte Punkt ist die Zunahme von ökonomischem Nationalismus rund um die Welt. Handelsbeschränkungen, Investmentbeschränkungen, solche Beschränkungen machen jeden ärmer. Das soll nicht heißen, dass es nicht einige Gewinner geben könnte, einige politisch korrekte Gewinner. Die Wahrheit ist aber, dass die Beschränkungen der Freiheit jeden auf der Welt ärmer machen. Also ich glaube, dass die nächsten 2, 3 oder 4 Jahre relativ schwach hinsichtlich der Weltwirtschaft sein werden. Eine relativ schwache Weltwirtschaft bedeutet, dass man eine relativ schwache Nachfrage für industrielle Materialien haben wird. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Eisenerzpreis nach unten geht. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Kupferpreis nach unten geht. Und es würde mich nicht überraschen, wenn die Öl- und Gaspreise fallen. Aber dieser Bärenmarkt bei den Materialien wird die Voraussetzung für einen Bullenmarkt sein, der dem Bullenmarkt für Industriematerialien ähnelt, den wir in der Zeit von 2000 bis 2006 genossen haben. Lassen Sie mich Ihnen erklären, warum. Unternehmen auf Basis von natürlichen Ressourcen, also die Rohstoffbranche, sind extrem kapitalintensiv und extrem zyklisch. Wir haben als Gesellschaft in die Produktionskapazitäten der Rohstoffindustrie schon die ganze Zeit über seit dem Jahre 2012 zu wenig investiert,
Das heißt, dass die Industrie keine Erhaltungsinvestitionen und keine neuen Projektinvestitionen getätigt hat. Und die Folge davon ist, dass die Produktionskapazität in diesen Industrien fällt. Das ist ein interessanter Umstand, denn wenn man Angebot und Nachfrage ausgleicht, indem man das Angebot vermindert und man noch die großen erforderlichen Summen und die lange Vorlaufzeit bedenkt, die nötig sind, um das Angebot auszuweiten, also wenn der Markt anzieht und die Rohstoffpreise zu steigen beginnen, als Folge von Knappheit, dann kann die Industrie mehr Material produzieren, um von den Preissteigerungen zu profitieren. Dann bekommt man solche Preissprünge, die wir in der Periode von 2000 bis 2006 gesehen haben. Ich denke, das wird passieren. Wir haben jetzt schon viele natürliche Ressourcen, Rohstoffe, die hinsichtlich der Produktion im Defizit sind. Wir leben von früheren Beständen. Und wenn wir weiterhin Investments in Erhaltungskapital und neue Projekte so zurückhalten, werden diese Produktionsfähigkeiten noch weiter sinken. Und ich denke, das wird in einigen Bereichen stattfinden, die Sie wirklich überraschen werden. Und einer davon wird Öl und Gas sein, trotz der weit verbreiteten Prämisse, dass jeder von uns $150.000 teure Teslas fahren wird und das Zeitalter von Öl und Gas hinter uns läge. Tatsächlich ist das völliger Unsinn. Und die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass das Jahr, wo die Spitze bei der Öl- und Gasnachfrage auftreten wird, wohl 2035 sein wird. Weit von 2020 oder 2021 entfernt. Man schätzt, dass in US-Dollar die Gesamtkosten, um ein Barrel Öl zu produzieren, zwischen $50 und $60 je Barrel liegen. US-Dollar. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt produziert die Industrie. Das beinhaltet übrigens auch die Investitionskosten, Exploration, Abschreibungen des letzten Jahres, Steuern, indirekte Kosten, nicht nur die Förderkosten, sondern die Gesamtkosten. Also man fördert das Zeug für $50 je Barrel und du verkaufst es für $40 je Barrel und verlierst $10 pro Barrel. Und das macht man dann 90 Millionen Mal am Tag. Das ist mehr als nur öde und wird grauenhaft. Die Konsequenz davon ist, dass man die Erhaltungsinvestitionen reduziert, also die eigene Fähigkeit zur Produktion. Und wenn sich Angebot und Nachfrage bei reduziertem Angebot ausgleichen, kann der Preis steigen. Und ich denke, der Preis wird steigen. Ich nutze Öl nicht, um mich darauf zu konzentrieren, sondern um zu verdeutlichen, wie das funktioniert. Testen Sie meine These mit Ihrer eigenen Psyche. Diejenigen von Ihnen, die Benzin- oder dieselgetriebene Fahrzeuge in Europa haben, denken Sie, dass Sie 2025, wenn Sie Ihr Schlafzimmer verlassen und in die Garage gehen und den Schlüssel nach rechts drehen, dass das Auto anspringen wird? Wenn Sie davon ausgehen, dass das Auto anspringt, mit anderen Worten, Sie glauben, dass es in 4 oder 5 Jahren ein reichliches Angebot an Benzin und Diesel geben wird, dann glauben Sie auch, dass die Branche zumindest ihre Investitionskosten verdient und dass der Ölpreis von $40 je Barrel auf über $60 je Barrel steigen wird. Anscheinend niemand glaubt an Öl und Gas. Anscheinend niemand glaubt an Atomenergie. Anscheinend niemand glaubt an Kohle. Die Wahrheit ist aber, dass das alles wichtige Rohstoffe für unsere Art des Lebens sind. Und sie werden wieder zu ihren Produktionskosten zurückkehren. Warum? Ein Punkt ist die Demografie. Es gibt da 7,7 Milliarden von uns auf der Erde. Die unteren 2 Milliarden sind in den letzten 30 Jahren schnell wohlhabender geworden. Das soll nicht heißen, dass sie reich wären. Das heißt nur, dass sie nicht mehr völlig verarmt sind. Die Wahrheit ist, dass sich ihr Lebensstandard in den letzten 30 Jahren deutlich verbessert hat. Und die alle wollen so leben, wie Sie und ich leben. Und das erfordert Ressourcen. Und die Menschen im Westen bekommen mehr Geld. Sie geben es für Dienstleistungen und Technologie aus. Sie geben es für kleine Spielereien von Apple aus, die übrigens nicht viel Materialeinsatz erfordern. Aber wenn arme Leute mehr Geld bekommen, dann wollen sie elektrifiziert werden. Viele Menschen realisieren nicht, dass 1 Milliarde Menschen auf der Welt noch immer keinen Zugang zu grundlegender Stromversorgung haben. Sie alle wollen es und werden es bekommen. Und das wird zu einer unglaublichen Zunahme der Nachfrage bei Dingen führen, die Energie übertragen, speichern und nutzen. Die Menschen verbrauchen mehr Kalorien, was zu einer höheren Nachfrage nach Lebensmittelprodukten, den Mineralien, die zu deren Produkten notwendig sind, und all den rohstoffintensiven Konsumgütern führt.
Vielleicht ersetzt in Malawi ein Dorfbewohner sein Strohdach durch ein Blechdach. Vielleicht laufen sie dann nicht mehr barfuß, sondern verwenden Schuhe oder ein Fahrrad, ein 50cc-Moped oder einen Toyota Hilux Pickup Truck. Sie verstehen, was ich meine. Der Aufstieg des Menschen und das Bevölkerungswachstum bedeuten, dass mit der Zeit die Rohstoffpreise die Produktionskosten erreichen müssen. Oder unsere Art zu leben ändert sich. Und ich gehe davon aus, dass das irgendwann in den nächsten 5 Jahren passieren wird. Und ich glaube, dass die Zuwächse so dramatisch sein werden, wie im Zeitraum von 2000 bis 2006. Meine Vermutung ist, dass eine schwache Phase bei den Industrierohstoffen zuerst kommen wird. Eine 2- oder 3-jährige Periode, die ihre Geduld strapazieren wird, aber die ihnen große Chancen bietet. Also, meine These ist noch immer, dass sie alle 2 Bullenmärkte erleben werden. Einen Edelmetall-Bullenmarkt und einen Bullenmarkt bei den Industrierohstoffen. Und diese Bullenmärkte werden auf ziemlich unvorhersehbare Art und Weise ablaufen. Das Beta, also die Rendite der Aktienindizes, wird lang und dramatisch sein. Das heißt, dass die meisten Leute noch nicht einmal spekulieren müssen, um den Index zu übertreffen. Am Index teilzunehmen reicht völlig aus. Wenn Sie beispielsweise meine These hinsichtlich der Industriematerialien mögen und nicht 2 oder 3 Jahre warten wollen, weil Sie Angst haben, etwas zu verpassen, dann kaufen Sie die größten, besten und die mit guten Dividenden. Mit guten Dividenden, sodass die Gewichtung Ihr Portfolio nicht mit dem Zeitwert des Geldes belastet. Diese Dividenden können eine wundervolle Art sein, Sie für den ultimativen Bullenmarkt geduldiger zu machen. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Portfolios auf Edelmetalle und andere natürliche Ressourcen zu konzentrieren. Zum Beispiel 75% mit den größten, besten und feinsten Unternehmen. Versuchen Sie nicht immer, den Index zu übertreffen, weil die Indizes selbst in Bullenmärkten spektakulär laufen. Ich sage nicht, dass Sie nicht spekulieren sollen. All das Geld, das ich jetzt investiere, klug und konservativ, habe ich durch umfangreiche Spekulationen erworben. Ich mag das Spekulieren wirklich sehr. Ich vermute, das ist auch der Grund, warum Sie diesem Kanal folgen. Es gibt vorhersehbare Themen bei der Spekulation und Ihr Gastgeber wird mir vielleicht erlauben, diese mit Ihnen in einer weiteren Sendung zu teilen. Die Wahrheit ist, je mehr Sie von den Märkten verstehen, umso besser verstehen Sie Ihre Investitionen und Spekulationen und umso besser werden Sie abschneiden. Und ich werde Ihnen einen Anreiz geben, genau das zu tun. Es hat mich gefreut, bei Ihnen zu sein. Und ich möchte mit jedem von Ihnen etwas machen, zumindest mit denen, die längerfristiges Zukunftsinteresse haben. Und als Anreiz dafür werde ich Ihnen den rein freiwilligen Besuch einer Webseite vorschlagen. sprotusa.com, sprotusa.com/rankings. Wenn Sie auf diese Seite gehen, sehen Sie ein Webformular. Wenn Sie Ihr natürliche Ressourcenportfolio dort in dem Webformular eingeben, Namen und Symbole, werde ich persönlich Ihre Rohstoffaktien einstufen. Das ist keine Investmentberatung. Damit wird nicht gesagt, dass das alles für Sie gute Aktien wären. Ich stufe nur die Unternehmen von 1 bis 10 ein, wobei 1 das Beste und 10 das Schlechteste ist. Außerdem werde ich Kommentare zu bestimmten Problemen abgeben, wenn ich meinen Kommentar für nützlich erachte. Und schließlich werde ich an jeden, der dieses Ranking anfordert, Kopien senden vom Barron's Goldminen Index Chart, der ein wunderbares Illustrationswerkzeug ist, um zu sehen, wo wir in diesem Bullenmarkt im Verhältnis zu früheren Bullenmärkten stehen und auch vom 100-Jahres-Rohstoff-Chart, der uns verdeutlicht, wie billig Rohstoffe in Relation zu ihrem Platz in der Wirtschaft über die letzten 100 Jahre sind. Und das wird Ihnen auch die Zyklizität und Volatilität darstellen, die diese Märkte über die Zeit gezeigt haben. Ich möchte den Gastgebern dieses Videos ganz herzlich danken, mir die Möglichkeit gegeben zu haben, zu einem europäischen Publikum zu sprechen und hoffentlich unser europäisches Publikum zu vergrößern.
Ich hoffe, Sie genießen den Goldbullenmarkt, in dessen Mitte Sie sich befinden. Und ich hoffe, dass Sie den sich durchaus ergebenden Rohstoffbullenmarkt noch mehr genießen werden. Meine Damen und Herren, es war mir ein großes Vergnügen, zu Ihnen zu sprechen, und ich hoffe, zu noch mehr von Ihnen bald zu sprechen. Also, besuchen Sie bitte die Webseite und nutzen Sie mein Angebot der Rankings. Und bitte schauen Sie sich die beiden Charts an, die ich Ihnen sende. Nicht im Kontext der technischen Analyse, sondern eher als Illustrationswerkzeuge zu den Behauptungen, die ich hinsichtlich der Bullenmärkte über die Anatomien der Bullenmärkte und die Tatsache, dass Bärenmärkte Grundlage von Bullenmärkten sind, aufgestellt habe. Um es nochmal zu sagen, es war mir ein Vergnügen, zu Ihnen zu sprechen. Gutes Investieren und alles Gute. Bye-bye.